Wie stellen Sie sich den schönstmöglichen Tod vor? Der schönste Tod ist Ertrinken. Ich bin schon einmal ertrunken. Ja. Haben Sie ein drittes Leben? Nein. Also wir sind hier auf der höchsten Sache, die es gibt. Eine Sensation. Da haben Sie keine Schmerzen und nichts, Sie gehen unter. Aber im Unterbewusstsein bin ich wieder hochgekrabbelt und war dann wieder an der Luft. Sie sind also wieder auferstanden? Ja.